Ja, meine Leute, jetzt geht's weiter mit einem neuen Part von Pokémon Schwarz und Weiß. Ich verstehe meine Pokémon. Im letzten Part betraten wir die Arena. Und jetzt geht es hier weiter. So, heilen. Nochmal. Sehr schön. Diese Arena habe ich mir vorgenommen, den Arenenleiter zu besiegen. What? Ach so. Ja, die Psychomusik. Leute, wisst ihr, was ich mir aufgefallen ist? Es gibt keine Yorklefs mehr. Schon lange nicht mehr. Der holländische Hund ist schon tot. Oder ist gewachsen. Und wieder das scheiß Bogen, was mich letzte Part sehr genervt hat. Und euch wahrscheinlich auch. Mit dem scheiß Säurenpanzer. Du bist das Angreife? Ja, nichts dagegen. Oh oh, bitte nicht down. Gut, du bist down. Galatropo. Und Zebris erreicht? Nein. Aber Zarpladin erreicht 38. Pinsmith, ja, das kann ich allein töten. Und glaube ich, dass Pinsmith so eine große. Wie heißt das noch? So Blase da unten. Schnodder. Blase hat. Und es hat überlebt. Wow. Aber trotzdem geht es jetzt da. Tut mir leid, Pinsmith. Ich hab leider schon viele Pinsmith hier in der Arena getötet. Tut mir wirklich leid. Brandon heißt er. Oder Brandon? Brandon? Brandon. Wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Zebritz geheilt. Noch eine bis zur Entwicklung. Auf die Flächen schon. Ja, und wir sind glaube ich schon angekommen jetzt bald. Oder? Sind wir? Ja, jetzt sind wir angekommen. Da vorne ist da. Die Arena Leiter! Wow, wie der aussieht. Und wenn die Eiszapfen da runterfallen, oh mein Gott. Zack, und was passiert dann? Alle sind tot. So, okay. Auf geht's gegen den Arenaleiter. Aus deinem Gesicht spricht die wilde Entschlossenheit, den Arenaleiter herauszufordern. Nicht herauszufordern, sondern zu besiegen. Und dann lass uns keine Zeit verlieren. Wow, der spricht aber nicht viel. Sandro. Sandro Wagner oder was? Hier sind nur Fußballer, oder? Sandro Wagner. Oder der Sandro aus Tottenham, dann gibt es hier noch Kiesling. Stefan Kiesling, was gibt es hier noch? Gibt es hier noch einen Ballack oder was? Ah ja, austauschen. Hoffentlich keine Säurepanzer, das wäre nicht gut. Eisoden. Volltreffer, wow. Und BÄM! Vergeltung, du bist wahrscheinlich down, nein. Aber jetzt sieht er was und du bist down. Wenn nicht, dann bist du wahrscheinlich verbrannt. Okay, du bist down. Siberio. Kann das sein, dass den... Ja, das ist wahrscheinlich die Entwicklung von... diesem... Jetzt ist nochmal diesen kleinen Plüschbär da. Und wie das aussieht. Eiszapfhagel. Oh! Aber gegen mich habt ihr keine Chancen und wegen Vergeltung habt ihr auch keine Chance.
Okay, fast down. So, sieh dir was an. Das war's mit Siberio. Und jetzt kommt das letzte Pokémon. Aurora Strahl. Ich finde das Zapladin, das Viech da besiegt. Irgendwie. Aber zuerst muss ich feststellen, dass es. Ja, das ist perfekt. Scheiße, was mache ich jetzt? Wisst ihr was? Nein, das ist das Falsche hier. Okay, Ball! Los! Hypertrank, scheiß verdammte Scheiße! So, ich bin ein Dieb. Das war jetzt ein Fehler von mir. Aber es lebt noch und wahrscheinlich geht es jetzt down. Nein. Soll ich nochmal? Ich weiß nicht. Ich mach Schlitzer. Ah, ich bin jetzt eh down. Ich bin nicht down. Na gut, es ist auch so besiegt. Schade eigentlich, ich wollte es mit Zapladin besiegen. Egal, Sandro ist down. Und jetzt habe ich gerade gemerkt, alle Arena von 5 bis 6 und 7 haben jetzt immer nur 3 Orden gehabt. Irgendwie komisch. Tja. Die 8 Arena. Der 8-9 sieht komisch aus. Eisorden, das habe ich bekommen. Okay. Das war's, das Pokémon, das konnte. Das vierte, das. Hey. Die Attacke, die das erste Pokémon von ihm hatte. Und scheiße, Leute, wenn wir jetzt da runterfallen. Ja, ist klar, wir fallen da locker runter. Wenn wir da runterfallen, dann sind wir einfach tot. Ja, klar. Winter, wieso Winter? Frühling. Frühling? Wieso Winter, Frühling? Es regnet. Yasin, ich habe bereits mit Bell darüber gesprochen, dass ich irgendwie einen Eindruck habe, ich hätte mich verändert. Du hast dich verändert. Glaube ich nicht. Außer du bist ein bisschen stärker geworden, das habe ich in letzter Kraft gemerkt. Das ist Sandro. Wer seid ihr? Ich dachte, Sandro kann nur in Kälte leben. Oh, die drei Viecher da. Nichts anderes haben wir vor. Rennleiter von Nevai Yosid erwartet. Selbst Schatten gestanden wie uns. In Finstrio hast du gleich bemerkt. Wir wollten dieses eigentlich nur Yasin mitteilen. Was sei drum? Unser Meister GGs will, dass du dich unversöhnlich zur Drachenstiege begibst. Ja, die Drachenstiege? Ja, die liegt nördlich jetzt nach vorne. Wo jetzt Bell und Sharon gucken, da müssen wir auch hin. Und die beiden gehen schon voran. Wow, cooler Zopf, Sandro. Wagner. Und Bell, was machst du hier? Bleibst einfach da. Ja, das ist typisch Bell. So, wo gehe ich denn hin? Nein, wo gehe ich wirklich hin? Ich muss nach runter. Machen die vier behinderten Kinder denn da? Tanzen sie? Auch in Regen. Sie tanzen den ganzen Jahr. Den ganzen Leben nur so, bis sie sterben. Ist Zapladin vorne? Ja. Noch ein Leben zur Entwicklung, ich freue mich schon. Und dann ist unser Zapladin kein Weichei mehr. Kein Baby mehr, sondern er ist ein Teenager. Mit Donnerstag dann wird er zu einem richtiger Erwachsener. Oh, wer ist denn da? Ist das? Wer ist das? Er war Esche, der Mann von Esche. Ja, was wollt ihr denn? Ja, geht doch zur Drachenstiege. Ich komme ja auch. Und ja, Leute, in der Drachenstiege müssen wir dann Team Plasma fertig machen. Und da erwartet uns ein... Was? Spezialität.
wir sehen. Ja, und da, da richtig da ganz oben erwartet uns ein Mensch, den wir kennen, und der wird immer unser Rivale sein. Muss ich gegen den kämpfen? Bin mir nicht sicher, weil sonst habe ich keine Zeit mehr. Ich pausiere. Ich beende hier das Video. Im nächsten Part gehen wir zur Drachenstiege. Bis dann, Leute, und haut rein. Ciao.